sonst? Achso, hallo zusammen. Heute wieder Neues aus der Werkstatt. Erst lesen, dann auspacken, steht hier. Guck. Erst lesen, dann auspacken. Ja, das haben wir jetzt gelesen, jetzt können wir es auspacken. Du Otto. Ah, okay. Als Fan von der ersten Stunde an, da haben wir in der letzten YouTube-Folge wohl einen Steckerle gelötet und hätte wohl ein Goodie für uns. Und ja, ich bin auch schon am Anfang der Fünferliga, der Sechser, der ist fast Siebener hier Liga. Ich hoffe, dass ihr als Schraube das gebrauchen könnt. Da freuen wir uns drauf. Und macht bitte weiter so lehrreiche und amüsante Sendungen. Und mein lieber Holger, ärger den lieben und sehr gutmütigen Hans-Jürgen nicht so sehr. Okay? Also lieb, das eine, aber gutmütig. Vielen Dank. Viele Grüße aus der Puzzlestadt Ravensburg. Christian und Familie. Dankeschön, Putzle. Christian. Putzle. Was für ein Checker haben wir denn gelötet? Achso, ach, guck mal hier. Und nachdem ihr ja schon Engländer mal kundgetan habt, keine Schleckereien mehr zu bekommen, ist das gefaltete Herzle von meiner Tochter. Marco, du weißt doch, Lappen. Ein Beitrag fürs Kästle der Vögel, also für die Eisvögel. Was für ein gefaltetes Herzle. Er sagt, ich soll dich nicht so ärgern, hat er gesagt, oder? Da ist doch ein. Pack doch mal weiter hier aus. Hier ist alles draußen. Oh, guck mal. Das gefällt. Alles kenne ich. Ja, super, vielen Dank. Mega. Danke, das kenne ich. Das andere kenne ich nicht. Doch, 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 das kenne ich auch. Hatten wir auch mal eins, ist aber kaputt gegangen. Damit kann man super da gut. Kann man löten. Durch die Lupe. Genau. So, und dann kann man dann hier so Stecker dann zusammen machen. Und dann kann man das dann an dieser Stelle. Ganz. Ja, ganz ruhig, ohne Zittern kann man das löten. Kann man das dann schön löten hier hinstellen und so. Das ist cool. Ja, also, super. Wenn du zwei Verbindungen hast, die kannst du hier reinklemmen, ne? Sagen wir es ja an. Was ist das? Das ist vielen Dank. Dankeschön. Eisvogel. Ja, das ist, die kommen jetzt bald auch zu uns und holen mal ein bisschen Geld ab, weil wir so das ganze Jahr von euch gesammelt haben und von uns natürlich. Ja, Christian, vielen Dank. Dankeschön. So, was haben wir heute? Wir haben jetzt einen Wagen draußen, der hat ein Problem mit der Bremse und wir haben keinen Bremsdruck oder sowas. Ich würde sagen, den holen wir jetzt mal rein und gucken wir mal, was da so mit los ist. Mit dem Bremsdruck, das war doch in der letzten Folge oder vorletzten Folge oder davor die Folge, oder? Du hast dich bestimmt vertan. Komm, wir gucken mal, was da drauf ist. Das ist schwierig mit dem. Hallo Kollege, also wenn ihr eine Werkstatt betreibt, kommt ihr nicht mehr an der Fabuka-App vorbei. Nicht nur, dass euch bei technischen Problemen in der Werkstatt geholfen wird. Nein, ihr bekommt auch astrein Ersatzteile, ihr bekommt Spezialwerkzeuge. Wir selbst kaufen auch da unsere Spezialwerkzeuge und ganz Ersatzteile. Ganz viel, was hier ist, ja, genau. Wenn ihr dann noch eine offene Stelle in der Werkstatt habt, die besetzt werden muss, dann wird euch damit auch geholfen. Also ladet euch Fabuka Pro runter und viel Spaß dabei. Genau. Der hat fast keine. Guck mal. Wenn hier im Auto schon Bremsflüssigkeit zum Nachfüllen steht. Oh. Und guck mal hier. Was ist, guck mal hier, der Druck? Wo steht der Pedal? Hier der Bremsdruck. Pedal unten. Einfach weg. Ja, komm dann, mach mal okay, hier. Okay, also und der hat hier Bremsflüssigkeit, die er irgendwie nachfüllt. Das heißt, irgendwo muss die Bremsflüssigkeit hin. Radbremszylinder kaputt, Bremsleitung kaputt, egal was. So, der Wagen hat ein diagonales Bremssystem, vorne rechts, hinten links, vorne links, hinten rechts, damit immer eine Achse abgebremst ist. Jetzt schauen wir mal auf den Bremseprüfstand, um zu gucken. Holgi, was? Der hat doch ABS, oder? ABS, ja. Dann machen wir das trotzdem. Das trotzdem. Klar, du kannst auch Auto ohne ABS, also trotzdem ein diagonales Bremssystem. Achtung! Mach mal rein, ja. So, jetzt können wir da die Bremskraft sehen, die an den Rädern ansteht. Dreh mal drauf. Ach, scheiße. Warte. Also. Ah. Da war jetzt nichts. Gott, ey, der bremst überhaupt gar nicht. So, jetzt mal gucken da. Jetzt zeigt nichts an. Boah. Weiß ich, keine Ahnung, der Tester hat nichts angezeigt. Ich fahre nochmal raus. Er hat jedenfalls. Was steht da oben? Steht da oben, ich kann es nicht sehen mit der Sonne. Messwerte vorhanden, speichern. Weiter.
So, okay, dann. Die rechte Seite geht voll hoch und die linke bleibt unten. Rechte Seite geht volle Pulle, ne? Und links nix. Okay. Fast nix. Okay, dann jetzt gucken wir mal. Mal Hinterachse. Jetzt gucken wir mal Hinterachse, wenn er jetzt. Also hat jetzt vorne rechts, hat er was? Oh. Scheiße, jetzt bin ich am Bremsen, auf den Stoß und wir pushen dann. Das fängt er gleich an. Das musst du erst warten, bis er zu Ende gerappelt hat, ne? Es rappelt die andere Seite auch nochmal. Ganz gut aus. Kann ich jetzt nicht runterfahren. So, also er hat jetzt vorne rechts Bremse gehabt und vorne links nicht. Wenn er jetzt hinten rechts auch nichts hat, dann ist auf jeden Fall dieses Diagonalbremssystem ausgefallen. Stoßdämpfer sind prima. Ja, okay, dann schauen wir mal, was jetzt hinten an der Bremse ist. So, hinten links bremst er, also haben vorne rechts und hinten links die Bremse funktioniert. Und vorne und links und hinten rechts nicht. Nicht, also ist der Kreis ausgefallen, wenn wir auf diesem Kreis auf jeden Fall entweder... Kannst noch ein Stück vor, muss ein bisschen oder raus. Also wenn wir auf diesem Kreis irgendein System haben, also irgendeinen Fehler haben, vorne links, hinten rechts, da muss irgendwas sein. Radbremszylinder. Okay, komm, wir machen mal auf und zeigen euch jetzt mal, was da drin passiert ist. Ja, aber dann brauchen wir, dann legst du einen 5 Liter Kanister rein, dann kann der länger mitfahren dann. Ja, warum hat er sich nicht direkt im großen geholt? Ja, genau. Ja. So, wir machen aber eben auf, damit ihr mal sehen Ratsche. Könnt, wie da innen drin aussieht. Ratsche. Weißt du, was der Hammer ist? Ja. Braucht man ja nicht, das Radlager loszumachen. Ja. Ach so. Ist schon lose? Oh, ganz leicht. Kraft mal Kraft an, Hebel an mal Hebel an, das ist irgendwie sowas, ne? Ja. Jetzt auch den Hammer. Jetzt kommt's ja. Junge. Das schaut gut aus. Oh, guck mal hier. Oh, guck mal, das sieht ja noch besser aus als gedacht. Hier ist nämlich. Da auch nicht? Auch nicht. Da ist kein Bremsbelag mehr drauf. Also sie fahren schon länger damit. Hier normalerweise ist der Bremsbelag drauf. Ich kann jetzt mal sehen, ich gehe jetzt mal rauf, ich tritt mal auf die Bremse. Jürgen, haltet doch mal rechts und links hier mit dem Schraubenzieher fest. Dann geht hier der Druck über diese Leitung hier rein. Also wird aber auch nichts mehr bringen, weil ich habe da überhaupt keinen Druck mehr drauf. Die Leitung wird leer sein. So, ich kann mal probieren. Da komme ich da hoch? Nee. Ja doch, kannst du eben runterlassen. Hol doch eben links fest eine Leiter. Da kommst du so hochgeklettert. So, auf jeden Fall hier über diese Leitung kommt der Hydraulikdruck hier in den Radbremszylinder rein. Wenn man jetzt vorne drauf drückt, dann gehen hier zwei Kolben raus und diese Kolben gehen hier nach rechts und links raus. So, drücken dann da, wo das ist der Belag, der normalerweise hier drauf ist. Drücken dann hier in die Bremstrommel rein. Ja, warte, Momentchen, drücken dann hier die Bremstrommel rein und sorgen dafür, dass das Rad stehen bleibt. Ist verständlich, ne? So. Jetzt drückt der Jürgen mal, tritt er auf die Bremse. Warte mal, ich halte mal eben mit dem Schraubenzieher rechts und links fest. Nicht, dass da doch noch Druck drauf ist und die ganze Kolben auseinanderfliegt. So, drück mal drauf. Boah, stopp! Boah, ist da Druck drauf. Nochmal, langsam. Nochmal. Jetzt kann man sehen, wie der jetzt hier auseinander geht. Linke Seite, auch so. Gut. So, und auf jeden Fall, was da kaputt ist. Rausspritzen tut er jetzt nichts, Jürgen. Aber was da kaputt ist, ist hier unten drunter. Normalerweise sieht man das besser. Hier sind, da läuft die Flüssigkeit raus. Das sind die Kolben, da sieht man, wie die Flüssigkeit rausläuft da. Da an der Stelle, guck mal auf die andere Seite, da auch kaputt ist. Und da auch. Drück nochmal ganz leicht drauf.
So. Bist du noch drin? Ja, ja. Ich glaube, der geht gar nicht richtig raus hier, der Seite. Ist gut, gut, da sieht man auch, wie es rausblubbert. Ne? Mach nochmal. Hast du das gesehen? So Tröpfchen. Ja, so Tröpfchen, genau. Genau. Stopp, ist okay. Und das ist eben die Leitung, die hier oben ankommt. Und das ist der gleiche Kreislauf wie vorne links. Und dadurch, dass die Hersteller das so gemacht haben, ist eben jetzt nur vorne links und hinten rechts ausgefallen und nicht vorne rechts und hinten links. Und damit kann man den Wagen noch gerade so bremsen. Gut. Dadurch, dass das so relativ lange ist, das hier kann man ja auch sehen, da ist der Kunde etwas länger mit gefahren. Dadurch hat sich der Belag, ne, das ist dann hier auf die Beläge gelaufen, hat sich der Belag abgelöst und liegt dann hier oben drauf. Das Problem ist, wenn sich so ein Belag ablöst, kann es auch sein, dass der hier abgeht und durch das Bremsen auf die andere Seite mit rüberzieht und verkeilt sich dran, dann ist das Rad fest. Dann macht man gar nichts mehr. Also immer grundsätzlich, wenn irgendwo Flüssigkeit unterm Auto ist. Jürgen, kannst rauskommen, wenn du magst. Ja, kannst du mich runterlassen, das ist mir hier zu. Ja, warte. Wenn irgendwo Flüssigkeit unter Wagen ist oder Bremsflüssigkeit nachfüllen. Bremsflüssigkeit nachfüllen macht man nicht. Bremsflüssigkeit nachfüllen gibt es immer ein Problem. Ja? So, da dann sofort in die Werkstatt fahren und das nachgucken lassen. Ich meine, das ist lebensgefährlich. Hast du jetzt schon gesagt, dass es hierbei auch ein Problem mit dem Hauptbremszylinder noch geben kann? Ist er ab? Ja. Verwundet? Komm, ich schneide es ab. Ich mach die Wunde weg. Ja. Nee, was? Dass ein Problem jetzt auch hier sein Hauptbremszylinder sein kann? Nee. Dadurch, dass wir die beim Fahren das Bremspedal immer wieder bis ganz unten durchgetreten haben, passiert, dass ein bestimmter Weg im Hauptbremszylinder normalerweise nicht benutzt wird. Das heißt, ich trete drauf, habe Druck, habe Bremsdruck, dabei bleibt das. Dann bleibt im Rest der Kammer, weil wir zwei Kammern haben in diesem Hauptbremszylinder, bleibt im Rest der Kammer. Erste der Weg, Kammer vorne links, hinten rechts, zweite Kammer vorne rechts, hinten links. Ja, da bleibt der Weg unbenutzt. Das heißt, ich trete drauf, bis dahin, bremst, alles da. So, jetzt habe ich einen Bremsflüssigkeitsverlust. Trete drauf, trete bis hinten hin. Das heißt, die Manschetten, die da drin sind und den Druck weitergeben, die Bremsflüssigkeit da drin weiterdrücken, die gehen jetzt in einen Bereich rein, der oft oxidiert, je nachdem, was wir für einen Hauptbremszylinder haben. Bei Aluminium passiert das, glaube ich, nicht so häufig, aber wenn das Ding aus Stahl ist oder Guss, passiert es ganz häufig, dadurch, dass wir einen Wasseranteil in der Bremsflüssigkeit haben, rostet dieser Teil, die Manschette schleift da drüber und macht den auch kaputt. Das könnte hierbei passieren. Das merkt man aber nach dem Entlüften, wenn ich dann drauf trete und alles entlüftet habe, drauf trete und immer noch der Weg durchgeht. Okay. Jetzt nehmen wir mal den Moment an, wer weiß, was damit ist mit dem Wagen und dann müssen wir mit der Kundin sprechen. Aber ich wollte schon was zeigen. Von wegen Kosten. Ich dachte, dass du auch neue Reifen brauchst, ne? Ja, ich glaube, da müssen wir noch das ganze Auto mal richtig durchgucken. Ja. Ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr. Komm mal gucken hier. Wir haben hier draußen gerade ein Mercedes. Daten gerade oben drin. So, das hier sind sind Teil der Ansaugbrücke rechts und links. Und hier sind die Umschalt. Saugrohrklappenumschaltung. Genau, dann könnt ihr erstmal sehen, wie das verrußt ist. Ne? Das ist das eine. Hier haben wir es schon sauber gemacht. Das wird mit Nussschalengranulat gestrahlt. Genau, hier ist sauber, da ist noch alt. So, normalerweise müssen, weil die hier rausgebrochen sind, guck mal, hier ist alles kaputt. Hier ist alles kaputt, ist ausgeschlagen, der ganze Kram. Es gibt die Verstellung. Hier in der Mitte. Da ist sie. Und da ist und ausgeschlagen. Ja, und hier. Und da auch. Und hier ist es die auch nicht, ausgeschlagen. Die sind okay. Ja? Nur die Antriebsdinger, da wo die Kraft wirkt. Ja, da, also genau da. Das kommt durch die Verkokungen in Verbindung mit natürlich Schmutz. Kriegt er immer weniger gedrückt. Hast du genug? Das kommt durch die Verkokungen in Verbindung mit dem Druck, weil die natürlich hier drin bei der Verstellung dann noch festhängen und dann immer hier die Kraft arbeiten natürlich dagegen wirkt. Die arbeiten gegen Klemmen die Verkokungen in dem Saugrohr drin. Und dann arbeiten die sich hier oben halt an diesen Verstellungen, also an den Hauptteilen, arbeiten die sich aus. Und wenn ihr seht, den kann man festhalten. Mhm. Und dann siehst du, wie das geht. Zu flattern da drin. So, und das heißt, übersetzt, wir müssen jetzt zwei neue Ansaugbrücken rein, also zwei rechts und links mit dieser Umschaltung. Kostet ein Stück 450 €. Es gibt aber auch eine Möglichkeit.
Und das ist das, was Aljoscha recherchiert hat. Das gibt es in diesem Internet. Schaut mal. Die Dinger sind aus Alu. So. Jetzt mal sehen, wie der weg ist. Ja, genau. Hier, ja. Da wieder hier ausgeschirmt ist. Da. So, normalerweise muss das rechts und links neu. Und wir haben jetzt hier einen Satz bekommen, den wir jetzt reparieren. Das heißt, wir werden die Dinger hier aufbringen. Wir müssen uns mal anschauen. Die werden wir selbst einkleben da drauf. Und dann kommen hier die Stangen drauf. Die Stangen drauf. Aluminium. Genau. Werden wieder eingeklickt, das Ganze. Und dann, kann man das Ganze reparieren. Anstatt 900 Euro, ich habe ein Stündchen Arbeit wird da dran sein, mit den Teilen 150 Euro. Alles gut, alles prima, viel Geld gespart und wir haben danach eine bessere Ausführung, weil das eben in aus Aluminium, also Aluminium gemacht ist. Das ist ein Aluminiumguss, ich weiß nicht genau, wie es gemacht wird. So, das reparieren wir gleich, das Ding, und da kann der Art anders wieder zusammenbauen. Mega, immer schauen, cool. Es sind immer irgendwie so Sachen, die viel kaputt gehen, wo sich irgendwelche Tüftler was einfallen lassen, die dafür auch einen Euro haben wollen. Aber es gibt immer wieder Möglichkeiten, sowas zu reparieren. Und da stehen wir total drauf, dass solche Tüftler, solche Leute sich sowas einfallen lassen, weil man einfach super viel Geld sparen kann. Und es sogar danach noch besser ist als vorher. Muss man nicht die Millionen ausgeben, für das hier neu zu kaufen, ne? So eben. Das war's für heute. Lasst es gut gehen. Macht's gut. Daumen hoch, abonnieren. Wenn ihr wollt. Wir freuen uns aufs nächste Video. Uns hat Spaß gemacht. Bis dann. Tschüss. Okay. So, hier habe ich den Hebel jetzt schon neu gemacht. Relativ einfach. Brauchen wir nur heiß zu machen. Ich habe das Feuerzeug einfach heiß gemacht. Und dann aufgeschrumpft. Hält wunderbar. Ist bombenfest. Großartig. Jetzt habe ich hier noch ein kleines Problem, weil hier sind diese Führungen, die hier reinkommen. Da ist eine abgebrochen. Diese so Führungen, die hier reinkommen, die um das zu führen. Und die ist hier abgebrochen. Ist die ausgeschlagen? Was denn? Ja, mich fühlt sich nicht so gut an. Mal gucken, wie wir die jetzt rauskriegen, weil ja, ich kriege sie nicht mehr gepackt. So, ich halte mal an. Okay, jetzt bin ich durch. Mal gucken, ob ich das jetzt hier mit. Ah, da kommt sie. Ah, wunderbar. So muss das sein. So, bap. Dann machen wir hier. Fällt mir das richtig gut ein. Plopp, einmal. Nochmal zweimal. So, und damit haben wir mal, ich schätze mal, schlappe 450, 900, schlappe 700, 750 Euro gespart. Und ist genauso gut, meines Erachtens sogar noch besser, weil das haben wir jetzt hier in Aluminium. Ne? Also alles gut. Das ist jetzt auch wieder nachhaltiger. Ja, wieder auf das Thema zurückkommen. Ne? Genau, also immer wieder Nachhaltigkeit, das stimmt auf jeden Fall. Obwohl. Das sind ja auch ein paar Kilo Aluminium. Ja. Die dann irgendwann weggeschmissen werden, die wir natürlich recyceln, aber trotzdem. So, ich finde es schön, sowas zu reparieren, vor allem so Kosten zu sparen und dass man sowas so toll und dass Leute sich sowas Geiles einfallen lassen und sowas nach, sowas bauen, finde ich echt geil. Schaut im Netz, habe ich ja schon mal gesagt, schaut im Netz, was es für Möglichkeiten gibt zur Reparatur von solchen Sachen, die immer wieder passieren. Ja, okay, gut, jetzt aber wirklich Schluss. Ciao.